Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und in der Welt da draußen. Ich möchte auf die von Herrn Brauns und Herrn Blödner genannte Einschätzung der Symbolpolitik noch mal eingehen, weil alle inhaltlichen Sachen, die ich hätte sagen wollen, sind bereits gesagt worden. Man kann ja anzweifeln, oder man kann ja behaupten, Dresden ist nicht zuständig für das, was da aufgeschrieben ist. Ich habe ein anderes Verständnis davon, also meine Meinung ist, dass wenn jetzt nur genügend Städte, und 208 haben das schon gemacht, genügend Städte diesen Appell machen, diesen Aufruf offiziell mitzeichnen, dass dann quasi graswurzelmäßig sich in der Politik schon etwas ändert. Man kann aber natürlich sich formal darauf zurückziehen und sagen, naja, die Stadt, was wir da beschließen, das macht nichts. Es ist nur Symbolpolitik und deswegen lehnen wir es ab. Die Frage ist aber immer, was für ein Symbol setzt der Stadtrat? Wenn wir es beschließen, dann hat diese Seite ein Symbol beschlossen, dann hat der Stadtrat ein Symbol beschlossen. Wenn wir es nicht beschließen, was für ein Symbol sendet dann der Stadtrat aus? Was für ein Symbol sendet Dresden aus? Es sendet das Symbol aus, dass die AfD in Dresden im Stadtrat gewonnen hat und dass Dresden mal wieder es geschafft hat, im Spiegel zu erscheinen mit irgendeinem Artikel, was Dresden mal wieder nicht gemacht hat. Und ich weiß, in Leipzig, die haben ja vor vier Wochen sich zum sicheren Hafen erklärt, ich kenne ein paar Leute in Leipzig, die sich heute den Stream hier in Dresden angucken und ganz gespannt sind, Grüße nach Leipzig, ja, also dieses Symbol wird dann ankommen. Und das ist doch die Frage, welches Symbol, ja, lustig. Und die AfD, ich meine, man kann ja über die Partei sagen, was man will, aber der Antrag von der AfD ist natürlich die reinste polemische Frechheit. Ja, also das kann man doch nicht wirklich ernst meinen. Wenn man hier schon sagt, wir wollen ernste Worte haben und das dann vorliest, also wirklich unterirdisch. Also das Symbol ist, schaffen wir es, eine Mehrheit zu haben für eine Symbolpolitik, aber was Positives? Oder aber sendet der Dresdner Stadtrat das Symbol aus, dass der rechte Block, das ist es dann, gewonnen hat. Das müssen Sie sich aussuchen und danach muss man handeln. Und natürlich, ich glaube, Herr Drews hat es gesagt, oder Frau Frohmich gesagt, natürlich ist das Ziel der AfD, dass es hier eine deutliche Spaltung gibt. Aber Sie können es mit einem einzigen Klogang dazu bringen, ja, dass wir heute eben dieses Symbol nicht aussenden. Oder beziehungsweise, man muss es sagen, wenn der Seebrücke-Antrag heute nicht angenommen wird, dann hat diese Seite des Hauses geschlossen, alle, niemand hat sich enthalten, haben alle dagegen gestimmt. Und ich möchte dieses Symbol nicht sehen. Dankeschön.